Sollen wir jetzt denen erklären, wer das ist oder was? Den kennt doch eh jeder. Ist der Walter Röhr? Na, Schwarz. Seid heute mal beim Wolfgang Weber da, das ist der Mensch, der da durch die Kamera den ganzen Tag. 3 Grad Sturz, das geht gar nicht. 3 Grad Sturz ist für uns normal Standard, wenn wir tief fahren. Und wenn wir Performance machen möchten, dann müssen wir es natürlich ein bisschen anders machen. Darum haben wir einen Franzmann genommen, einen Papa, verstehst du? Der Papa, das ist er. Das ist der Mann, der die ganze Sprich da bringt, verstehst du? Der Klippi Klappi. Papa, so war das mein Papa. Muss ich Vorher hätte man es versteckt machen müssen, dass es nicht mitkriegt, wo man filmt. Weil der ist ja so ein Mensch, der wollte, weißt du, dass er gefilmt wird dann. Ja, genau. Ich mach das, ich weiß, Fotofilmen mach ich gar nicht. Weil die haben von mir kein Foto nicht. Der, wie er geheiratet hat, auch. Soll ich nur wegdrehen? Du wegdrehen, ich mach das nicht. Aber ein paar Jahre wieder haben sie erwischt, gell? Also, wisst ihr mal, wenn ich richtig rede, dann rede ich genauso. Also, darum sagen die Leute, warum redest du so komisch? Verstehst? Deswegen versuchen wir uns anzupassen. Der Franz hat zum Beispiel auch gesagt, der Engländer da war, sind sie am Auto gestanden hin, und der Franz sagt, oh, schau da, der Audi da, die PDC da, die haben uns sauber da, wie beim BMW. Und der Engländer ist dann hingestanden und der Engländer hat gesagt, yes, yes, sagst du das? Hat gesagt, Simon, wenn man langsam schmatzt, versteht ihr das? Wir werden heute noch ein paar Sprüche, sag ich mal, näher bringen, weißt du schon, mit bayerischen Flair sozusagen. Also, wir schauen heute mal, wie das am besten wird. Haben wir natürlich heute einen Feiertag in Bayern, aber bei uns im Feiertag in Bayern, dann machen wir das mit einem bayerischen Fahrzeug, mit BMW, verstehst du? Und schauen wir mal, was das heute wird. Da sind wir gespannt, wie das Ding dann nachher fährt. Ihr seid bestimmt dann auch dabei, wenn wir die Kamera installieren, wie das dann innen ist. Das habe ich ja letztes Mal erzählt, dass beim RS6, dass wir leider nicht dabei, die keine Kamera nicht dabei gehabt haben, weil ich die Geschichte schon so oft erzählt habe. Und diesmal haben wir jetzt gesagt, jetzt verrüsten wir uns aus und Alex darf das diesmal festhalten. Ups. Und wir haben geschaut, dass das vernünftig wird. Überhaupt schon fotografiert und gefilmt, ha? Siehst du das? Geil, oder? Ja. So blau, wenn du mal bist, hast du einen richtigen Rausch. Helferlein drin, das Video machen, oder? Da muss er quer kommen. Ja schon, das musst du machen. Soll ich schon quer machen? Ich kann noch nicht fahren. Ich kann mir bloß ein Auto kaufen und zeig's ihm jeden und dann stell ich nur in die Garage vor. Ein 10er Kompromiss, oder? Vorne, jetzt machen wir vorne ein bisschen weicher. Und vorne dann drauf. Dann lenken wir auf die andere Seite. Okay. Dann praktisch vorne freier gegeben, dass er vorne besser durchfedern kann, die Feder besser nutzen kann. Und tiefer einfedern. Dadurch sollte er jetzt hoffentlich parallel werden. Pass auf, hier. Hast du gemerkt? Das ist weg. Jetzt probieren wir nochmal aus den Pfeffer M2.
Sound oder gleich pickelt. Den Temperaturen und Drücken kann man jetzt auch ganz gut sehen, dass das Fahrzeug noch ein bisschen untersteuert, weil es hinten zu viel Sturz hat. 54 vorne im Schnitt und 34, 35 hinten. Das heißt, er hat vorne mehr Schlupf und hinten zu wenig. Bedeutet, wir müssen noch daran arbeiten. Es müssen ein bisschen schmälere Felge nötig werden, damit wir weniger Sturz einstellen können an der Hinterachse und dann kriegen wir ein neutrales Fahrverhalten. Das sind halt so Hinweise, die man auch durch Messungen erhält, wenn man dem Fahrer nicht ganz trauen kann, weil der vielleicht gar nicht an das physikalische Limit hinfährt, kann man hier ganz gut sehen, wie das Auto wirklich sich bewegt. Und das ist noch zu viel untersteuern. Das macht aber cool, so, ein bisschen Millimeter Profil haben wir auch auf der Straße lassen, aber natürlich auf der abgesperrten Rennstrecke. Von daher, dass man da keine Schwierigkeiten kriegt, ich möchte nicht, dass man irgendwie in irgendeiner Form, schauen wir schon, dass das immer passt. Also in diesem Sinne, beim nächsten Mal machen wir das vielleicht mit einem Lamborghini Huracan, man weiß es nicht.